Glück auf, Schatz aus dem Schachtel, willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Channel. Ja Leute, eigentlich sollte man denken, ich habe richtig gute Laune am Start, habe ich aber irgendwie nicht. Ziemlich schwierig zu erklären irgendwie. Erstmal zum Gameplay im Hintergrund. Wer hätte es anders gedacht, Black Ops 3 Gameplay, ist ein 70-5, richtig geiles Gameplay. Ist aber nicht von mir, sondern das ist vom lieben Magic, werde ich unten in der Beschreibung auf jeden Fall mal verlinken. Checkt ihn einfach mal aus, ist ein richtig korrekter Typ. Ja, wo fange ich am besten an, ohne dass gleich alle die Kommentare und den Dislike-Button vergewaltigen. Wir fangen mal bei den guten Sachen an. Black Ops 3, finde ich, lässt sich recht gut spielen, also mir gefällt einfach die Größe von den Maps. Dass man nicht mehr so schnell sich bewegt, dass die Jumps nicht mehr so hoch sind wie bei AW und so weiter. Das ist echt nicht schlecht gemacht, also das sagt mir auch richtig zu und ich denke, das kann auf jeden Fall länger Bock machen als AW. So, da sind wir aber schon mit den guten Dingern fast durch. Ja, es ist irgendwie ein bisschen schwierig zu erklären. Ich fange einfach mal von vorne an und zwar, ich wollte ja erstmal Black Ops 3 runterladen. Ich habe ewig und 3 Tage gebraucht, obwohl ich 70k habe, ne, down. Ich habe alles mögliche ausprobiert, was ihr mir auf Facebook gesagt habt, jeden Trick irgendwie versucht und ich habe dieses gottverdammte Scheiß-Game nicht runterladen können, so dass ich am ersten Tag, wo es eigentlich jeder schon, keine Ahnung, auf Level 28 gespielt hat, ich irgendwann abends um 10 das erste Mal spielen konnte und das hat mich schon tierisch abgefuckt, dieser Download, also der ist ja mal richtig in die Hose gegangen, zumindest bei vielen, ich bin ja zum Glück nicht der Einzige gewesen, bei dem es so krass gewesen ist. Vielleicht hattet ihr da draußen mehr Glück, dann freut es mich auf jeden Fall für euch. Ich hatte auf jeden Fall mega viel Pech. Ja, das Ganze reißt natürlich nicht ab. Ich habe dann versucht, irgendwelche Lobbys zu finden und ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, ob es an meinem Internet liegt oder ob es an der Auslastung von den Servern liegt oder was auch immer. Ich finde einfach, gottverdammt nochmal, keine scheiß Lobby. Also ich habe wirklich dieses Spiel, ich war froh, dass um 10 dachte, komm, zockst bis nachts um 1 oder so. Dass du einfach noch ein bisschen zocken kannst, auch wenn du am nächsten Tag früh um 6 Uhr wieder auf Arbeit sein musst, ist scheißegal. Na, Black Ops 3 Beta ist am Start, was will man anderes machen? Man muss einfach zocken. Und ich habe eine geschlagene Stunde gebraucht, bis ich mein erstes verficktes Gameplay gefunden habe. Und dann hat bei mir alles geleckt, was nur lecken kann. Na? Also das war keine Connection. Ich habe mich da wie so, keine Ahnung, wie so ein Cyber oder Roboter irgendwie durch das Game geleckt. So psch, 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 psch. Also Leute, echt, ich hatte so eine Krawatte. Na, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und ja, so war mein erster Tag. Also direkt erstmal alles gelaufen. Ich habe es immerhin noch auf Level 5 geschafft. Hey, hey, hey. Ja, dann noch der zweite Tag. Also jetzt auch, wo ich hier das Video aufnehme, na, total müde auf Arbeit eigentlich gewesen. Mir ging es total dreckig, weil ich so wenig geschlafen habe. Bin dann von Arbeit reingekommen und dachte, jetzt Leute, jetzt kann ich zocken. Jetzt geht's los. Jetzt kannst du endlich mal was Anständiges machen. Ja. Und ja, schalte meine Konsole ein. Freue mich schon. Hab schon Gamer Grip an den Händen und so weiter und so fort. Spiel suchen. Sucht und sucht und sucht und sucht. Und ich habe wieder keine Lobby gefunden. Ich habe jeden Modus ausprobiert, selbst Sprengkommando, was ja überhaupt nicht meins ist, habe ich ausprobiert. Ich habe trotzdem einfach nichts gefunden. Es hat mich so hart abgefuckt. Und irgendwann hat dann Magic zu mir immer gesagt, komm, ich lade dich ein und ich versuche mal ein Lobby zu suchen, dass du auch mal ein paar gescheite Runden spielen kannst, ja. Erste Problem war, ihm beizutreten, war auch wieder so eine Katastrophe. Wir haben eine geschlagene halbe bis dreiviertel Stunde wieder gebraucht, bis ich es endlich geschafft habe, ihm beizutreten. Dann hat er Spiele gesucht. Die ersten 3 Spiele konntest du wieder voll in die Tonne kloppen. Er hat einen Ping von 300 und schlag mich tot, ne? Und irgendwann haben wir dann meine Lobby gefunden. Und ja, dann konnte ich das erste Mal irgendwie so ein bisschen zocken. Ist natürlich scheiße, weil wenn ich und Magic zum Beispiel zusammen in einer Lobby sind, wir nehmen uns ja gegenseitig die Kills weg. Deshalb ist auch im Hintergrund jetzt ein Gameplay von Magic, weil ich einfach noch nicht dazugekommen bin, irgendwas zu erspielen, was ich euch zeigen könnte. Es ist bis jetzt nur Grütze dabei. Und ja, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob ich es aufgenommen habe. Auf jeden Fall hatte ich mal Last Kill gemacht und da hatte ich 3 Kills. Na, das sieht man einfach mal. Also hat auch Magic gesagt, eigentlich hast du doch ein echt korrektes Aim. Na, es ist so keine 100er Brezi, aber vielleicht eine 90er Brezi. Ne? Also wirklich in der Abschlusscam 3 Gegner, 100%ig drauf gewesen und wirklich fast ein Turn-On dabei gewesen. Also mein Aim ist eigentlich ganz okay. Ne? Ich will jetzt nicht sagen, das ist perfekt, das ist ganz okay. Trotzdem verliere ich so viele Gunfights, wo ich mir denke, Alter, das kann doch nicht sein. Ich schieße auf den Gegner, höre, wie meine Kugeln connecten, die ersten 2,
und dann connectet keine Kugel mehr und er droppt mich einfach mit zwei Kugeln. Da denke ich mir so, what the fuck, was ist da los? Klar, Leute, sind wir in der Beta. Habt ihr alle recht, die das jetzt in Kommentare schreiben. Und bei vielen geht's bestimmt auch richtig gut, ja. Aber bei mir geht's einfach überhaupt nicht. Und deshalb kann ich auch überhaupt keine Meinung zu diesem Game irgendwie raushauen, wie es mir gefällt oder was vielleicht schlecht, was vielleicht gut ist. Ich weiß nicht, ich kann mir einfach keine Meinung bilden, weil ich noch bis jetzt noch nicht ein einziges Mal richtig gescheit zocken konnte. Und wenn ich überlege, diese Beta ist am Sonntag schon wieder vorbei. Nein, ich muss Samstag und Sonntag noch ein bisschen was im Haus machen. Da komme ich dann auch, sag ich mal, späten Nachmittag dazu zum Zocken, bis in die Nacht hinein. Aber trotzdem habe ich einfach so wenig dann spielen können, wenn es da wieder so lang dauert mit den Lobbys suchen. Es ist eine richtige Katastrophe. Deshalb war ja auch Magic so oft jetzt in meinem Livestream auf Twitch online, weil ich kann euch das einfach nicht zeigen. Das sieht, keine Ahnung, das sieht aus, als hätte ich zwei linke Hände, als würde ich auf einer uralten Konsole spielen, hier, was weiß ich, Nintendo 64 oder sowas. Es hat bis jetzt einfach keinen Bock gemacht und ich weiß nicht, na klar ist eine Beta da, ich hatte mich ja mit Yannick schon mal unterhalten, na klar ist eine Beta dafür zuständig, dass man einfach testet, was braucht man und wie viel. Aber die wissen doch, die haben doch noch so einen großen Hype angeschoben, gerade mit den ganzen deutschen YouTubern, die das Game so hart gepusht haben, dass es klar war, dass extrem viele Leute diese Beta spielen wollen. Und da kann ich nicht verstehen, warum es solche Probleme gibt. Zum Beispiel Cabo hat ja auch ein wunderschönes Bild gepostet, wie viele anderen auch, dass das Online-Spielen momentan nicht möglich ist, weil die Server überlastet sind und das in der Warteschlange ist und unten stand dort wahrscheinliche Wartezeit 4 Stunden und irgendwas. Das, Leute, ich weiß nicht, ich kann das nicht so richtig nachvollziehen. Ich hätte mich einfach gefreut, jetzt wirklich mal eine Woche ein neues Game zu zocken, einfach mit euch im Livestream ein bisschen abzuhängen und nicht total gefrustet irgendwie dann abends ins Bett gehen, weil ich einfach nicht dazugekommen bin, irgendwas zu erspielen. Ich habe bis jetzt noch kein einziges Gameplay, deshalb, wenn ihr Gameplays habt, schreibt mich einfach an. Ich werde gute Gameplays gerne annehmen, dass ich ein bisschen was hochladen kann zu Black Ops 3. Ich weiß nicht, ob ich vielleicht doch noch schaffe, irgendwann auch mal ein paar Gameplays zu erspielen. Ich hoffe es einfach mal. Und ihr seht schon, 7 Minuten 27, das ist, keine Ahnung. Ist auch sinnlos, jetzt so weiterzumachen. Ich reg mich eh nur auf. Ich hoffe trotzdem, der ein oder andere hat es verstanden, was ich ungefähr wollte. Und ja, ich würde sagen, bleibt geschmeidig, locker flockig von der Hüfte. Bis zum nächsten Video, euer Black Imus. Alle CDP-Einheiten ausgeschaltet. Widerstand gebrochen.